Hallo YouTube, willkommen Rala zu unserem XXS-Cast, zu unserem neuen Projekt Project Genre, das wir hier Ende Januar, Anfang Februar starten möchten, auch mit euch zusammen. Dabei habe ich mir Unterstützung geholt, der mit mir das zusammen moderieren wird, und zwar den Gorm. Servus YouTube! Ja, und wir haben uns heute hier spontan getroffen, um euch einfach einen kleinen Einstieg zu bringen, was ihr denn gerne machen möchten und vorhaben. Und dazu haben wir dann einfach eine kleine Einleitung für euch vorbereitet, da wir das nicht schriftlich unbedingt einfach irgendwie auf Facebook raufklatschen wollten. Und deswegen würde ich dann einfach mal anfangen. Also, was möchten wir denn heute unseren Usern erklären, was sie denn tun möchten? Also wir haben vor, demnächst jeden Monat einen Genre-Podcast zu veröffentlichen. Dieser wird dann mit mir und mit Xatos sowie mit 2 bis 3 Community-Gästen stattfinden. Und von der Länge haben wir uns bisher noch nicht großartig viel ausgedacht. Das werden wir so ein bisschen improvisieren. Apropos Gäste. Und zwar, die möchten wir dann, weil wir ja ein bisschen Kontakt zu euch aufbauen möchten, haben wir uns überlegt, dass wir Gäste mit in unseren Themen-Podcast aufnehmen. Und dabei mit euch, die wir dann aussuchen via Facebook, falls dann dieses Projekt auf YouTube dann gut ankommt, die dann gerne mit uns dann einfach mal den Nachmittag oder wie gesagt über den Themenpodcast, über die Genre sprechen möchten. Diese werden auch eine Woche vorher natürlich noch über die Themen im Groben informiert, damit man nicht ganz ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, genau, also die Genre, die wir besprechen möchten, wird erst im nächsten, also im kommenden Podcast preisgegeben oder vielleicht 2-3 Tage vorher angekündigt. Da wir da ein bisschen die Spannung aufrechterhalten wollten, falls es euch dann interessiert. Dann, wie gesagt, zu den Gästen, alles gesagt, da wird man sich dann ein bisschen näher drüber einigen, was denn so kommt. Und jetzt genauer zum Project Genre. Was wir denn genauer machen möchten, was ist Project Genre? Was haben wir vor hier? Das ist einfach ganz einfach, und zwar möchten wir hier, Project Genre, wie der Name schon sagt, über Genre reden, diskutieren, sprechen, was ist die Genre, sie wortwörtlich auseinandernehmen und dann am Ende hoffentlich auch wieder richtig zusammensetzen. Also das haben wir vor. Wie gesagt, Xatos und ich werden hierbei die Rolle der Moderatoren übernehmen, werden die Gäste immer nach ihrer persönlichen Meinung fragen und natürlich unsere Meinung ein bisschen dazu steuern und werden selbstverständlich auch die Hintergrundgeschichte des jeweiligen Animes bzw. des Genres vorher recherchieren und versuchen, das Ganze darzulegen. Wir bringen Beispiele zu bekannten Animes, die gerade laufen, die ihr sicherlich auch kennt und bei uns auf Randaris auch laufen als Ongoing und eventuell auch darauf aufmerksam machen. Und natürlich werden wir auch den ein oder anderen nicht so bekannten, aber dennoch recht guten Anime mal rauskramen, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Natürlich, das dann zum Wow-Effekt führt und dann hoffentlich auch weitere positive Meldungen über uns bringt, was wir natürlich dann hoffen. Auf jeden Fall möchten wir dann einfach im Groben mit euch, mit unseren Gästen, diese Genre, das sind wie Splatter, das ist Action, das ist Superpower, das ist Romance, das ist Vampire und ach Gott, wie viele das noch gibt. Also ihr wisst, es gibt sehr viele Genre, daher wird dieses Projekt, das wir hier auf die Beine stellen möchten, auch 1,5 bis 2 Jahre gehen. Da wir immer zwischen jedem Podcast immer einen Monat Platz lassen möchten, um eben die Zeit darauf uns vorzubereiten, da wir ja auch nicht unbedingt allerlei Freizeit haben. Wir gehen auch noch arbeiten und gehen zur Schule und deswegen möchten wir so den Ablauf und den Zeitspann auf einen Monat setzen, was ich denke auch relativ realistisch klingt und dabei möchten wir dann auch so verweilen. Ja, wie wir genau weiter vorgehen möchten, da seid ihr jetzt wieder gefragt. Am besten tippt ihr jetzt mal in die Comments, was für ein Genre euch denn am ehesten interessiert, womit wir loslegen sollen, beziehungsweise ob euch das Thema überhaupt interessiert. Also wir hoffen natürlich, dass ihr uns viele Comments hinterlasst, dass wir damit auch arbeiten können, natürlich auch negative Kritik oder Kritik an sich, damit wir bis zum ersten Themenpodcast das so gut wie möglich umsetzen können, was ihr denn so davon haltet. Schön wäre es dann einfach auch, eure grobe Meinung dazu zu haben, dass wir wissen, mit was wir es denn zu tun haben und dann sind wir dann einfach mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. So ganz kurz noch, ich würde das gerne noch erklären, wie die Leute denn, also die 2 bis 3 Gäste denn die Möglichkeit haben, uns zu kontaktieren und dass sie Bescheid sagen können, wie wollen mitmachen. Wie können sich Gäste bei uns bewerben oder wie könnt ihr daran teilnehmen? Das ist ganz einfach. Wir werden auf unserer Community oder auf unserem Portal auf randaris.animestage.org könnt ihr gerne eine PM
an unseren Team-Coordinator BlackEye88 oder an Lugineko schicken. Die werden euch dann weiter zu uns leiten oder, wie ihr bestimmt schon kennt, Catalus oder Belisarius, Pharao, unsere Medienmanager auf Facebook, die euch jeden Tag ihr Bestmögliches posten. Da werden wir dann einfach mal einen Post raushauen. Also immer schon auf Facebook gucken. Dort werden wir dann einfach einen Post raushauen, den wir dann einfach euch widmen. Darüber könnt ihr dann einfach unten drunter in die Comments hauen, ob ihr denn mitmachen möchtet. Und wir werden uns dann via Facebook bei euch melden. Also ich auf jeden Fall, ich bin auch auf Facebook vertreten, dann darf es an Mixatus. Dort könnt ihr mich auch gerne erreichen und anschreiben. Ich freue mich auch immer, neue Kontakte schließen zu können. Auf jeden Fall wird so die Kommunikation zwischen uns und den Gästen stattfinden, dass ihr einfach euch irgendwie bemerkbar macht, entweder auf Facebook, auf den Accounts, oder ihr schreibt einfach was auf die Andares Anime Facebook-Seite. Dort werden wir dann entsprechend antworten und dann werden wir euch dann einfach in Skype mal adden und dann einfach ein bisschen ein Gespräch führen, wie ihr denn so seid und dann ja, ein bisschen mit euch kommunizieren, wie das dann so abläuft, euch ein bisschen Feedback geben, dass wir selber, also wir Moderator, dann auch nicht unbedingt ins kalte Wasser geworfen werden, weil wir möchten ja auch wissen, mit wem wir es denn zu tun haben und nicht eine Minute vorher, bevor wir den Cast starten wollen. Und deswegen wird das dann so ablaufen. Jawohl, das war's dann soweit auch schon mit unserer kleinen Informationsrunde. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr euch auf unser Projekt freut. Und hoffen natürlich auf ganz viele Comments jetzt zum nächsten Genre. Da wir uns nun ein bisschen spontan getroffen haben, ist das hier jetzt auch eher ein bisschen Kasperei und deswegen auch nicht unbedingt so professionell gehalten. Und deswegen möchten wir das auch entschuldigen. Und dabei möchten wir uns dann jetzt verabschieden von euch. Wir hören uns dann wieder Ende Januar, Anfang Februar und bis dahin. Macht's gut. Ciao.